herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie entsteht ein Let's Play zu Teil 2, die Hardware. Diesen Teil werde ich euch vorstellen, welche Hardware ich, um ein Let's Play zu erstellen. Aber das, wie schon angesprochen, ist nicht allgemeinverbindlich. Gerade im Bereich Hardware gibt es dermaßen viele Möglichkeiten, dass man hier wirklich keine genauen Empfehlungen aussprechen kann, sondern ich zeige euch, was es bei mir auf dem PC so gibt. Ja, das ist erstmal mein Equipment, mein Eindruck, den ich von meinem Stuhl habe, wenn ich in meiner kleinen Dachstube sitze und entsprechend auf meine drei Monitore starre. Und damit meine ich in erster Linie natürlich auch hier oben mein Mikrofon. Das ist dann mein Notebook, der zentrale Monitor, auf dem ich Audacity und eine digitale Stoppuhr laufen habe, obwohl ich konsequent, wie man ja weiß, meine Zeiten überschreite. Der Hauptmonitor, ein 23 Zoll Monitor von Samsung, auf dem dann das eigentliche Spiel läuft. Und rechts daneben noch einmal ein kleiner Monitor. Das ist ein, ach, ich weiß es gar nicht, VIA irgendwas Monitor. Der ist jedenfalls schon älter. Aber um zum Beispiel dort eine Tastaturbelegung anzuzeigen, reicht er völlig aus. Ja, der Samsung 23 Zoll ist okay. Ich kann damit leben. Ich würde auch einen etwas größeren noch nehmen. Aber ansonsten, ja, für das Spielen reicht er und er pflastert mir meinen Schreibtisch schon wahrlich genug voll. Das muss ich mal so sagen. Ja, hier in der Mitte nochmal der Notebook-Monitor mit der digitalen Uhr und Audacity, um zu kontrollieren, ob denn die Tonaufnahme, die ich mache, auch wirklich funktioniert und nicht hängt. Und da die Uhr, die ich konsequent ignoriere und überziehe. Und hier dieser VIA, glaube ich, VIA Envision oder so heißt das Ding, ein 19 Zoll Monitor, den ich meistens dazu benutze, um mir eben darauf die Game Controls abzubilden aus irgendwelchen Handbüchern. Da das ist dann relativ bequemer, als jedes Mal im Gameplay nachzugucken, was muss ich nun tun? Ja, das eine erste Übersicht über die drei Monitore. Zum Glück verkraftet mein Notebook das. Das macht ja nicht jedes mit. Hier nun aber definitiv eines der wichtigsten Geräte für ein Let's Play. Mein Rode NT1A Mikrofon mit dem entsprechenden Popschutz. Bei mir läuft es eben über so einen Mikrofonständer, der von hinten am Schreibtisch an geschlossen ist. Und dadurch kann ich das dann über den Monitor rüberschwenken und spreche sozusagen schräg oben von der Seite ins Monitor rein. Angeschlossen ist das an dieses Behringer UMC22 Audio Interface, mit dem ich sehr zufrieden bin. Das Preis-Leistungs-Verhältnis für das Gerät stimmt ab und zu und die Tonqualität ist für mich aufgrund der guten Preamps, die das Gerät bietet, doch sehr zufriedenstellend. Also ich mag es. Ja, dann hier meine Ratzcatz-Maus. Die Red 7, auch das Gerät, ja, für meine große Hand und entsprechend sehr individuell einzustellen, gefällt mir diese Spielemaus doch sehr. Inzwischen möchte ich sie auch nicht mehr missen. Einige können damit nicht umgehen, halten sie für schwer. Ich muss aber sagen, also ich bewege das Gerät eigentlich hervorragend und finde, es ist einfach eine tolle Spielemaus. Ja, die Tastatur von Microsoft allerdings ist uralt, ist keine Spieletastatur. Die habe ich mit Sicherheit schon 5-6 Jahre. Kann ich inzwischen blind bedienen, weiß ich, wo was ist. Und das ist wohl auch der Grund dafür, warum ich sie noch nicht auswechseln will. Und sie ist auch verhältnismäßig leise. Aber es ist keine Spieletastatur. Aber für mich und meine Ansprüche reicht sie völlig aus. Sollte ich es denn nochmal schaffen, werde ich auch endlich diesen verdammten Xbox-Controller von Microsoft mal einsetzen, den ich schon lange habe. Er ist ja mindestens mal vorgesehen für Thief und gegebenenfalls Wolfenstein.
aber ich bin echt daran üben, da ich nie eine Konsole besessen habe und mir auch keine kaufen werde, ist ein Controller für mich ein völlig neues Gerät. Ja, ganz, ganz wichtig natürlich hier, Wasser und Kaffee, das sollte ein guter Let's Player immer in Reichweite stehen haben. Das wird auch immer benötigt bei mir. Ja, ein letzter Schwenk nochmal auf das Equipment. Hier sieht man natürlich das große Kabelwirrwarr. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal in den Griff kriege. Ich habe 3 externe Festplatten über USB 3.0 hier angeschlossen und nehme dort drauf auf und lasse auch dort drauf eben entsprechend rendern. Zuletzt vielleicht noch als Equipment mein Kopfhörer von SteelSeries. Für mich reicht da auch große Ohrmuscheln, die meine Ohren umschließen und nicht auf den Ohren auflegen. Das ist mir wichtig. Das Ding kann man wirklich stundenlang tragen, ohne wirklich kaum irgendetwas zu merken. Doch zum Abschluss, aber was ich im Let's Plays eigentlich nie einsetze, außer jetzt neu mit meiner Tomcat-Cam, ist diese Logitech Webcam, muss ich sagen, von der Qualität. Alle Achtung, die Dinger haben sich wirklich verbessert, bin ich sehr zufrieden mit. Allerdings nur für meinen kleinen Kater, mich selber wird man dort nicht sehen. Und das zum Abschluss, das allerwichtigste Gerät jeden Let's Players, diese Petra Kaffeemaschine aus deutscher Produktion. Ich glaube, am Tag trinke ich 3, 4, 5 Tassen hier mit dieser Maschine und bin ohne das Gerät, könnte ich wirklich nicht mehr leben. Ja, das war's zum Thema Hardware im Bereich, wie entsteht ein Let's Play. Ich hoffe, dieser kleine Eindruck von meiner Rumpelkammer und meinen Geräten, die ich dort habe, hat gefallen. Wie gesagt, soll nichts zum Angeben sein, sondern wirklich nur einmal zeigen, was ich aktuell einsetze bei mir und nicht allgemein verbindlich. Es gibt mit Sicherheit wesentlich Besseres inzwischen auf dem Markt, aber für meine Qualitätsansprüche ist es vorerst ausreichend. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen vom zweiten Teil, die Hardware. Wünsche euch eine wunderschöne Woche noch und würde mich freuen, wenn ihr auch beim dritten Teil, der sich mit dem Thema MSI Afterburner beschäftigt, dann hereinschaut. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Jetzt muss ich echt nochmal ein PS machen, aber alle angesprochenen Produkte, sowohl Hardware als auch die Software, findet ihr die entsprechenden Links da unten in der Videobeschreibung. Okay, das war's. Danke, ciao.